Und wir kriegen eine Re-Regionalisierung der Weltwirtschaft, Deglobalisierung. Als ich das zum ersten Mal schrieb, 2006, in der Crash kommt, da war das ein riesiger Aufreger, weil alle gesagt haben, nein, Globalisierung ist ein Naturgesetz. Nein, wer sich mit Geschichte beschäftigt, der sieht, dass da große Zyklen am Werk sind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute wieder im Gespräch mit Professor Dr. Max Otte, dem Manager des Max Otte Multiple Opportunities Fund. Herzlich willkommen, Max. Ja, freut mich, Markus. Wir wollen über China reden, das muss man in diesen Tagen. Wir haben einen kräftigen, relativ kräftigen Rückgang des Aktienmarktes in den letzten Tagen erlebt. Was ist da los? China schottet sich ja zum Teil wieder ab. Also man sieht ja diesen brutalen Zero-Covid-Lockdown in Shanghai und Shenzhen und jetzt geht es ja noch in weitere Richtungen. China, also ich glaube, wir kriegen ein Szenario, wie ich es auf Seite 398 Weltsystemcrash beschrieben habe, dass wir, da habe ich ja drei Szenarien und als wahrscheinlichstes habe ich vor 3 Jahren, vor 3,5 Jahren gesagt, vor Covid, wir kriegen eine neue Blockbildung, westlicher Block, in, also USA, Europa, mit Europa quasi Anhängsel der USA und China. Und wir kriegen eine Re-Regionalisierung der Weltwirtschaft, Deglobalisierung. Das ist ja mittlerweile auch Standardwissen. Als ich das zum ersten Mal schrieb, 2006, in der Crash kommt, da war das ein riesiger Aufreger, weil alle gesagt haben, nein, Globalisierung ist ein Naturgesetz. Nein, wer sich mit Geschichte beschäftigt, der sieht, dass da große Zyklen am Werk sind, hat auch jetzt der sehr erfolgreiche Hedgefondsmanager Ray Dalio, der seit fast 60 Jahren an der Börse ist, hat ein Buch geschrieben über die Makrozyklen. Also es gibt so Zyklen von politischen Krisen, auch Kriegen, von Globalisierung, Deglobalisierung und wir sind in diesem Deglobalisierungszyklus. So, und ich denke, dass China im Moment relativ brutal umstellt von exportgetriebener Wirtschaft auf was anderes, aber das geht nur mit großen Kollateralschäden. Und dass da, dass man auch da die Bevölkerung halt weiter gehorsam halten will und dass dieser Lockdown, unbeachtet der medizinischen Komponente, die ich natürlich nicht teile, aber will ich gar nicht diskutieren, auch zu diesen Zwecken dient. Also wenn man mal den Hashtag Shanghai eingibt, bei Twitter oder woanders, da sieht man zum Teil Szenen, da kriegt man das Grauen. Das ist also wirklich menschenverachtend, das ist Folter zum Teil. Und das, auch, das mit einer Zero-Covid-Strategie, die ja erwiesenermaßen nicht funktioniert. Von daher glaube ich, dass dieser Rückgang in China nachhaltig ist und mittlerweile sind ja fast 200 Millionen Menschen von diesen Lockdown-Maßnahmen betroffen. Also das ist nachhaltig und man weiß nicht, Shanghai, der Hafen ist dicht und es wird kaum noch abgefertigt, also es ist brutal. Wir im Westen werden Lieferschocks kriegen, mehr Inflation, das ist klar, aber China, denen fehlen natürlich auch Exporte. Sprich, der Wachstumsimpuls ist weg, die versuchen mit der Brechstange die Wirtschaft umzuorientieren unter diesen medizinischen Nebenbedingungen oder mit Hilfe der medizinischen Nebenbedingungen. Sprich, das ist ein echter Schock für die Weltwirtschaft, denn China hat nach nominalem BIP schon mehr als die USA, ungefähr 24 Billionen, realen BIP, Kaufkraftparität, nominal 14 Billionen, die USA haben 20 nominal. Also China ist größer als die US-Wirtschaft, mittlerweile 20% plus der Weltwirtschaft. Da passiert massiv was. Also ich würde, wir haben schon vor 3, 4 Monaten uns von chinesischen Aktien getrennt, komplett. Leider nicht von Gazprom, weil wir das fundamental in Ordnung fanden. Die haben halt gehabt, die haben ein gewisses Minus, aber wir halten sie, können ja auch nichts anderes machen jetzt. Das heißt, in China kommt im Aktienmarkt noch mehr. Das war es noch nicht und ich würde auch nicht in chinesische Aktien gehen, weil wir nicht wissen, was die Regierung irgendwann mit ausländischem Aktienvermögen machen wird. Ist nicht absehbar. Ja, über die Lieferketten hast du ja schon gesprochen. Was sind denn die Auswirkungen auf die Konjunktur, auf die Wirtschaftsleistung des Landes? Was muss man da erwarten? Ja, also es geht runter, das ist klar. Da wird ein Einbruch kommen. Sie werden versuchen, das durch Inlandsnachfrage aufzufangen. Das ist aber auch nur begrenzt möglich. Sie haben ein gigantisches Zuginfrastrukturprogramm, neue Seidenstraße, Flughäfen, aber Wohnungen und Hochhäuser haben sie erstmal genug gebaut. Das also, denke ich auch, ja.
die KP, also die Planer, sind sich dieser Dinge bewusst und sie denken ja nur mal in 5-Jahresplänen und 100-Jahres-Zeiträumen und haben da sicherlich eine Vision, anders als viele Regierungen im Westen, aber das wird ein hartes Stück. Auf jeden Fall geht es auch da Richtung mehr Staatseingriffe. Auch das ist kein gutes Omen für den Aktienmarkt. Ja, wie sieht es denn mit Firmen im Westen aus, die starkes China-Geschäft haben? Ich denke zum Beispiel an deutsche Autobauer. Macht das den Fondsmanager vorsichtiger, nachdenklich? Ja, bei deutschen Autobauern sind wir lange schon vorsichtig. Es gab mal eine kurze Chance direkt nach Einbruch der Covid-Pandemie. Da waren die zum Teil massiv, haben sich gedrittelt, halbiert und danach sind sie verdreifacht. Wenn man da ganz tief zugeschlagen hätte, haben wir nicht, dann hätte man mal kurzzeitig richtig Gewinne einstreichen können. Aber die Zukunft der deutschen Autobauer, sei es jetzt aufgrund des China-Geschäfts, sei es aufgrund der Konkurrenz der Elektromobilität, ist äußerst durchwachsen. Also da sind wir eher vorsichtig und sind schon lange vorsichtig. Ja, worauf muss man noch achten im Zusammenhang mit China? Du hast vorhin mal angesprochen, die Deglobalisierung, also Rückholung von Lieferketten und so weiter. Was hat das für Auswirkungen auf Unternehmen und damit auf die Börsen? Ja, also im Westen, dass, wenn man da auf der richtigen Seite steht, also bei Unternehmen, die quasi diesen vielleicht ausfallenden Ersatz produzieren, da kann man auch gut verdienen, weil dann, also man muss sehr viel selektiver in der kommenden Börsenphase schauen, wo man da investiert. Also es wird schwieriger, aber die Chancen bleiben, wenn man richtig hinschaut. Ja, und ich meine, Aktien sind alternativlos im Geldvermögen bei 7% Inflation in Deutschland, bei 8% in den USA, Anleihecrash. Das ist nichts, also Kasse kann man nur taktisch halten. Wir sind in Fonds auch weiter ziemlich voll investiert. Wir haben die Big Tech, wir haben ausgewählte Spezialtitel, wir haben auch Energie relativ viel, weil Energie auf Dauer eben auch auf der richtigen Seite steht. Da gibt es einige Knappheiten, die ganze Ölbranche hat zu wenig investiert in Lieferkapazitäten. Also von daher bleiben wir im Aktienmarkt dabei. Ganz herzlichen Dank, Max Sotte. Sehr gerne.